heiße Turgut Duman. Ich bin 1984 Juli nach Deutschland gekommen, habe hier die Schule besucht, habe den Beruf Radio- und Fernsehtechniker auch gleich abgeschlossen. Im Moment bin ich Eventmanager und leite Hochzeitssäle in Hamburg. Meine Eltern waren vorher hier und wir sind insgesamt 4 Kinder, 3 in der Türkei geboren, aber nachträglich nach Deutschland gekommen. Wir Kinder wurden wirklich sehr, sehr gut erzogen, muss ich sagen, durch die Großeltern. Also wir haben am Anfang überhaupt gar nicht gefühlt, dass unsere Eltern nicht da sind, sondern wir mit unseren Großeltern leben. Bei mir war es auf jeden Fall so, aber wenn ich mit meinen Schwestern rede, ist es ähnlich gewesen bei denen. Und irgendwann, wo ich dann nach Deutschland kam, habe ich natürlich irgendwann mal wirklich gefragt, warum habt ihr mich in der Türkei gelassen. Vorher wusste ich ja nicht, dass meine Schwestern, weil als Kind hat man das, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen. Aber da wurde mir tatsächlich genau das erzählt, was sie auch meinen Schwestern erzählt haben. Wir wollten, dass ihr in der Türkei die Grundschule abschließt, damit ihr wirklich guten Türkisch könnt. Und wenn ihr hier in Deutschland seid, dann hier auch für eure Bildung, wenn ihr eine gute türkische Sprache habt, dann lernt ihr die deutsche Sprache besser und für eure Bildung ist es wichtig. Also ich habe es irgendwann mal später wirklich verstanden, dass sie das richtig gemacht haben. Also wenn jetzt an der Stelle meine Eltern wäre, ich müsste jetzt meine Kinder nach Deutschland bringen. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Unsere ganzen Cousins, Cousinen, wir waren alle zusammen, also wir waren Großfamilie. Deswegen hat man das nicht so richtig wahrgenommen, dass die Eltern tatsächlich nicht dabei sind. Wir haben es nur wahrgenommen, wenn die Eltern nach 6 Wochen wieder wegfuhren und wir mussten dort bleiben. Also man hat sich gerade an die Eltern gewöhnt, sondern sind die 6 Wochen sozusagen vorbei. Das waren dann tatsächlich so 2, 3 Monate, die waren wirklich sehr schlimm. Also da hat einfach die Familie wirklich einem gefehlt, also Vater und Mutter. Das hat wehgetan, das hat einem sehr, sehr gefehlt. Wir haben zum Beispiel gegenüber unserem Dorf einen riesen Berg gehabt und wir haben es immer, oder ich habe es immer so gefühlt, hinter dem Berg ist Deutschland. Und wenn wir mal so irgendwelche Flieger vielleicht einmal in 6 Monaten also über unseren Dorf fliegen gesehen haben, dann dachten wir, okay, da sind unsere Eltern jetzt, also die fliegen jetzt nach Deutschland. So eine richtige Vorstellung von Deutschland haben wir eigentlich nicht gehabt oder habe ich nicht gehabt. Die ersten 2 Jahre habe ich mich überhaupt nicht integrieren können. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich wollte wieder weg. Also meine Freunde im Dorf, die waren besser, weil ich konnte mich ohne Wenn und Aber mit denen unterhalten. Hier habe ich natürlich auch mit türkischen Kindern gespielt, aber die haben alle Deutsch geredet. Ich glaube, die 2 Jahre, die waren sehr schwierig. Ich habe mich teilweise, also wenn ich jetzt irgendwie im Treppenhaus war, zur Schule gehen, da habe ich immer erstmal so im Treppenhaus gehört, ist jemand da, der mich eventuell in Deutsch ansprechen würde? Also das war, ich will nicht sagen Angst, aber ich habe mich geschämt oder ich habe Angst gehabt, dass ich was Falsches sage oder dass ich nicht antworten kann. Und ich habe immer irgendwas mit Technik machen wollen, weil auch in der Türkei habe ich immer an Sachen gebastelt, also teilweise schon mit 9 oder 10 Jahren. Und ich wollte schon von vornherein irgendwas mit Technik. Und da habe ich halt in den Berufsinformationszentren einfach Filme geguckt, Kataloge angeschaut, dass ich Radio- und Fernsehtechniker werden möchte. Und da hat man mir gesagt, ja, aber du hast kein Englisch. Du musst die deutsche Sprache lernen. Du wirst die Englischsprache sozusagen in der Schule nicht lernen, weil die Zeit einfach nicht ausreicht. Also so durfte ich einfach in der Hauptschule kein Englisch machen. Das heißt, immer wo Englisch war, musste ich in die Deutschkurs, so einen Nachhilfekurs gehen. Meiner Meinung nach war das falsch, aber gut, später habe ich sozusagen dadurch 1 Jahr verloren. Ich musste dann eine staatliche Handelsschule irgendwie, wo mehr Englisch gelehrt wird. Also ich musste sozusagen 1 Jahr Englisch nachholen, damit ich überhaupt die Berufsausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker überhaupt starten durfte. Das habe ich gemacht. Habe dann eine Ausbildungsstelle bei der Stadt Ahrensburg gefunden und dort dann halt 3,5 Jahre die Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker erfolgreich abgeschlossen. Ich habe allerdings in der Ausbildung schon angefangen, Kameraaufnahmen auf Hochzeitsfeiern zu machen.
Und so mein Vater hatte, der ist auch so ein bisschen technisch begabt, hatte dann für die Hochzeit meiner Schwester eine Videokamera gekauft. Ich habe dann angefangen, halt diese Hochzeit zu filmen. Dann irgendwie Woche später von einem anderen Verwandten sollte ich die Verlobungsfeier filmen. So habe ich dann angefangen, an Wochenenden auf Hochzeitsfeiern zu filmen. Und irgendwann hat mir dann ein Kunde gesagt, du kannst du unsere Hochzeitsfeier organisieren, weil du bist irgendwie in dem Bereich. Ich sage, ja, kann ich machen, klar. Dann habe ich angefangen, Hochzeiten zu organisieren. Irgendwann ging es dann dahin, dass ich Konzerte organisiert habe. Also jetzt bin ich auch seit über 20 Jahren in dem Bereich Eventmanagement. Unsere, ich sag mal, die türkischen Hochzeiten sind natürlich mit mehr Gästen, mehr Personen. Also da lädt man tatsächlich nicht nur die beiden Familien ein, die engsten Verwandten ein, sondern Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen vom Fußball, die ganzen Freunde. Also der Rahmen wird natürlich ganz schnell sehr groß. Und wir haben natürlich auch öfters deutsche Gäste dabei, die natürlich wirklich gucken, also mit Erstaunen gucken, warum hier so viele Leute sind. Ich werde auch sehr oft darauf angesprochen, was der Sinn von solchen großen Hochzeiten, auch von Behörden und so weiter. Tatsächlich ist die Hochzeitskultur bei uns natürlich tatsächlich ganz, ganz anders auch. Der gesamte Aufbau ist ganz anders. Es wird mehr gefeiert. Also ich mache auch deutsche Hochzeiten tatsächlich mit 30, 40, 50 Personen. Auch da frage ich manchmal, warum, ob das Brautpaar nicht mehr Leute kennt. Doch, kennen wir. Aber wir wollen tatsächlich nur die Liebsten dabei haben. Und auch das Budget spielt natürlich eine große Rolle mit. Also, dass man einfach die Hochzeit nicht unnötig teuer machen möchte. Und auch in anderen Kulturen merkt man das. Allerdings, dass die Hochzeitsfeiern auch in unseren Kulturen langsam kleiner werden. Eigentlich, ich will nicht sagen wie die deutschen Hochzeiten, sondern so die, ich sag mal, unnötige Größe wird langsam abgeschafft. Ich habe wirklich, also in meinem Leben in Deutschland einfach nie das Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt den deutschen Pass haben, damit ich das erreichen kann. Oder ich muss den deutschen Pass haben, damit ich das werden kann. Also alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich auch mit meinem türkischen Pass, sage ich mal, erreicht. Wobei natürlich in meiner Umgebung tatsächlich viele Fälle, die ich höre, wo ich teilweise mit Erstaunen auch mal frage, warum ist es so? Ne? Aber ich kann es mir einfach teilweise nicht erklären, ob es die deutsche Sprache ist, ob es vielleicht die eigene Umgebung ist, wo man sich bewegt. Weil für mich, ich bin überall, also ich bin in deutscher Umgebung, ich bin in ausländischer Umgebung, ich komme überall klar. Und das kann vielleicht auch so ein bisschen mit meiner zweiten Beruf zu tun haben, dass ich halt mit den Hochzeiten in allen Kulturen mich bewege. Vielleicht habe ich deswegen nie die deutsche Staatsbürgerschaft benötigt. Aber so langsam denke ich, dass ich das auch benötige. Seitdem ich mit dem Geschäftsleben angefangen habe, habe ich auch sehr viel mit der Türkei zu tun gehabt, dass ich halt öfters drüben war. Also Urlaub war ich jedes Jahr, aber auch zwischendurch mal war ich dann so vielleicht für eine Woche da, zwei Wochen da. Auch dort fühle ich mich recht wohl und ich finde mich auch gut zurecht. Klar, also diese das Arbeiten in Deutschland, da ist man ja so ein bisschen diszipliniert und man passt sich an die Uhrzeiten recht gut an, was in der Türkei natürlich ein bisschen lockerer ist. Dieses Lockere, das fällt natürlich tatsächlich auf, also dass mich das natürlich stört. Aber ich kann mich total in der Türkei zurechtfinden, also gut zurechtfinden. Also ich habe diese Frage tatsächlich so in den ersten zwei Jahren etwas öfter mich gefragt, warum ich jetzt in Deutschland bin, was wäre, wenn ich weiterhin in der Türkei geblieben wäre. Irgendwann hat sich diese Frage tatsächlich erübrigt, weil die Liebe zu den Eltern, die man dann jetzt, ich sag mal, länger erleben durfte, die war stärker. Also, dass ich mir diese Frage irgendwann mal tatsächlich nicht mehr gefragt habe. Aber wenn ich so überlege, ich kenne ja mein Dorf, auch die jetzige Lage oder die Türkei insgesamt, die jetzige Lage.
Ich denke, es war schon richtig, dass ich gekommen bin und dass ich mein Leben sozusagen hier aufgebaut habe. Aber manchmal, wenn man so mit Gleichaltrigen redet, ob man wieder zurückkehrt, ich glaube ja. Das heißt, die Jahre als Kind in dem Dorf gelebt zu haben, ich glaube, man wird noch mal so ein bisschen in die Richtung gezogen. Also so langsam beginnt bei mir tatsächlich, ich will nicht die Frage, aber so die Wille, irgendwann wieder in dem Dorf, also in dem Gebiet, wo ich aufgewachsen bin, zurückzukehren. Ob ich mich da heimlassen werde, weiß ich nicht. Also jetzt kann ich es noch nicht entscheiden. Aber ich denke schon, also dass ich irgendwann mal wieder zurück will.